Kilometer, das reicht ja, oder? Ja, 8 Kilometer. Ja, passt. Ja, leibend. Ist auch versichert, wenn wir andere einen Unfall baut, oder was? Vollkasko. Vollkasko, okay. Scheißegal. Nein, voll, ich bin gespannt, wie hoch das ist. Das wollte ich sagen. Ja, okay. Oh. Ja, da sieht es sich ein wenig anders. Und Hecher ist ja. Oh mein Gott. Was ist das da? 1, 2, so, das sind die Modus irgendwas. Ja, also Mapping 1 ist halt das Schwächere, das 2 ist das Grüß-Gott-Mapping. Okay. Das ist vom Prüfstand. KMH oder Ganganzeige oder so hast du wahrscheinlich auch? Nein, noch nicht drauf. Noch nicht drauf? Die Jar-Ganganzeige. Achso, nein, doch, die Terne, sicher. Was? Ah ja, da. Es kann auch sein, dass da mal der Zwischengang reinhupft oder so, darfst du nicht schrecken. Ja, kenne ich. Ja. Also kenne ich, ja. Ist das auch eine Kupplung? Das ist eine Kupplung. Eine Hydraulikkupplung. Hydraulikkupplung, okay. Wieso hast du so einen leibenden Griff? Bei mir gibt es keine zum Nachbestellen. Sicher. Schon? Ja, vielleicht muss ich das Ganze, so wie du da hast, das alles ändern. Da die heute, ist ja wurscht, fahren wir. Ja genau, also scheiße, dass die gesehen. Alter! Sagt sich denn das an, Alter? Aber was ist denn das, Alter? Alter! Boah, ey. Mit dem da oben jetzt fahren. Ist bereit? Hä? Was ist das? Das ist ja ein Flugzeug. Ich hab keine Ahnung, wie man den Blinker ausschaut. Alter, ich check's nicht, das fühlt sich ja so anders an. Was? Wo ist überhaupt der Nico? Da ist er. Jesus Christ, Alter. Geschwindigkeiten merkt man auf dem Bike überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Sehen tue ich absolut nichts im Rückspiegel. Keine Ahnung, wo Nico ist. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Ah, das ist abnormal, das Ding. Jesus!
die ist so viel ruhiger zum Fahren. Das ist ein Wahnsinn. Oh mein Gott! Die ist so smooth zum Fahren. Es ist halt einfach. Der Motor ist einfach ganz anders. Der ist einfach nicht zum Vergleichen. Oder ist es einfach der. Ist es einfach die Ausgleichswelle, die bei dem Motorrad anscheinend vorhanden ist? Oder ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ja, aber ich glaube, das, was ich da spiele, ist vor allem die Ausgleichswelle, die was ich nicht habe. Und ja. Geil. Ich glaube, er will sein Bike wieder zurückkommen. Oder ist das schon das? Ah, da wollen wir her, da gibt es Händel. Aber so laut ist die gar nicht irgendwie, wenn man oben sitzt. So laut ist die eigentlich gar nicht. Oh. Geil, oder? Richtig geil, ja. Nein. Das war mir dann doch ein bisschen zu kurz, die Strecken. Aber ja, nein, ich habe alles andere hat man angeschaut. Das ist schon snappy, gell? Ja, voll. Hm. Ja, der Motor, das ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, was man da spürt, aber ist das die Ausgleichswelle oder so? Die merkt man schon gescheit. Das macht so einen riesengroßen Unterschied. Ja, und generell hast du viel weniger Vibrationen. Weniger das auch nicht, aber. Es ist einfach alles ein bisschen smoother. Komplett. Aber ist das ein 16er? Was? Das ist ein 16er, oder? Was 16er? Vorher. 2006? Ah, 2006er, genau. Ja, das ist ein 100 Jahre Unterschied. 100 Jahre sind es. Ja. Nein, aber Alter, voll geil, ich bin begeistert, oder? Hätte man echt nicht gedacht, dass das so ganz ein anderes Fahrgefühl ist. Also alleine, wie du den Lenker in der Hand hast und so, man sitzt irgendwie so gefühlt, ja, also nicht so weit hinten, sondern eher so auf der Straße. Das musst du mal ein bisschen länger ausprobieren. Ja, voll. Aber cool.